In einem Wohnzimmer quillt Rauch aus einem Kamin. Eine alte Frau mit Taschentuch vor Mund und Nase sieht zu Staller, der mit einem Schürhaken in der Feuerstelle herumstochert. Hubert steht daneben. Ja, da haben Sie mal ein lauschiges Kaminfeuer gehabt, ne? Ich habe den Kamin immer so angemacht. Immer um Punkt 15 Uhr zum Nachmittagstee. Ja, ich fürchte, das können Sie vergessen bei der Rauchentwicklung. Also wenn sowas nochmal passiert, dann rufen Sie die Feuerwehr an. Das ist die 112, wir sind die 110, die Polizei. Wir dürfen da gar nichts machen, das ist die Feuerwehr zuständig. Können Sie nicht mal schnell im Schornstein nachschauen, ob... Frau Inninger, jetzt habe ich es aber gerade erklärt. Die Feuerwehr ist zuständig, nicht wir. Ja, wobei, ein Storchennest im Kamin, das kommt schon mal vor. Also wenn Sie einen Leiter haben, also für mich wäre das kein Thema. Der brütet ja nur im Winter. Inninger, sie ist Anfang 70, nickt Staller zufrieden zu. Draußen klettert er über eine Leiter aufs Dach und langsam Richtung Schornstein. Hubert und Inninger beobachten ihn von unten. Franzi, denk dran, 3-Punkt-Sicherung. Was für ein Ding? Immer 2 Hände, einen Fuß oder 2 Füße, eine Hand. Ja, 3 Füße geht ja nicht. Aber wenn du es besser weißt, dann geh halt selber auf. Geh auf. Staller steht am Schornstein. Da ist ein Storchennest, oder? Und späht hinein. Na, eine Tote! Inninger sackt zusammen. Hubert fängt sie auf. Hansi! Die Tote trägt dunkle Kleidung und ein weißes Halstuch. Hubert und Staller. Mit Christian Tramitz als Franz Hubert. Dunkelblond, blaue Augen, braun gebrannt. Helmfried von Lüttichau als Johannes Staller. Dunkles Haar, große Nase, breiter Mund. Michael Brandner als Polizeirat Raimund Girwitz. Korpulent, graumeliertes Haar. Karin Thaler als Pathologin Dr. Anja Licht, klein und blond. Dicke Luft. 2 Sanitäter zerren einen Leichensack vom Dach auf die Leiter. Hubert und Staller stehen unten und sehen zu. Ein Sanitäter rutscht kurz ab. Das war knapp. Ja, was glückt, das schon tut es. Mit einer Hand am Sack stolpert auch der andere Sanitäter herunter. Anja steht am Schornstein. Die Tote heißt Lena Roland, ist Kaminkehrerin und 20 Jahre alt. Ihre Füße und Beine weisen Brandverletzungen durch die enorme Hitze auf, die durch den Kaminschacht nach oben gestiegen ist. Aha. Eine Todesursache, verbrannte Füße. Ich tippe auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Aber dafür muss ich die Leiche natürlich erst genau untersuchen. Wenn ich in so einem Schornstein stehe und unten zündet einer an, da kletter ich doch so schnell wie möglich wieder raus. Vielleicht wollte es gar nicht mehr rausklettern. Ja, von seinem Leben kann man schon einmal genug haben. Der eine bringt sich um, der andere lässt sich scheiden. Also einen Selbstmord würde ich jedenfalls nicht ausschließen. Anzeichen für einen Unfall gibt's nämlich nicht. Sie hätte mühelos aus dem Kaminschacht klettern können. Genaueres, wie gesagt, erst nach der Obduktion. Sie reicht Hubert ein Tütchen. Und, Frau Inninger, wieder alles im Lot? Da hat sie doch recht gehabt mit der 110 weibliche Intuition. War doch einfach nur zu blöd, die Feuerwehr anzurufen oder so. Ich bin nicht senil, meine Herren. Ah, das freut uns wahnsinnig. Dann können Sie uns ja sicher sagen, wer die Schornsteinfegerin war. Das war keine Frau, das war ein Mann. Entschuldigung, ich möchte Sie jetzt nicht seniler machen, als Sie sind, aber die Leiche war eindeutig eine Frau, also in Kaminkehrergluft. Normalerweise war es ein Mann. Für heute Vormittag allerdings hat sich erstmals eine Frau, eine Schornsteinfegerin, angekündigt. Mhm. Haben Sie es gesehen? Nein, ich hatte gestern Abend eine Nachricht von der Schornsteinfegerin auf meinem Anrufbeantworter, dass sie zwischen 14 und 15 Uhr vorbeikommen wird. Ja, pünktlich war's, das müssen wir lassen. Mhm. Hubert geht. Staller blickt zu Inninger. In einer Ortschaft passiert der Streifenwagen einen Maibaum. Im Auto holt Staller immer wieder tief Luft. Schnaufst du so? Ja, Sauerstoff. So eine Kohlenmonoxidvergiftung, die kommt ganz schleichend. Ja, das Gift, das siehst du praktisch nicht. Du bist der klassische Hypochonder. Ja. Ich weiß bloß, wo die Gefahren im Leben lauern. Der Streifenwagen hält vor einem Gebäude mit Holztor neben einem Opel Vivaro Transporter. Darauf steht der Kaminkehrer. Beim Öffnen schlägt Hubert die Autotür gegen eine Bank. Er zwängt sich aus dem Wagen, steigt von der Bank auf die Motorhaube und springt herab. Dann folgt er Staller ins Gebäude. Drinnen stehen 2 Metallöfen neben einer Tür.
Hubert greift nach einer Stahlseilrolle mit Kaminbesen und lässt sie um seinen ausgestreckten Arm kreisen. Ein junger Mann in kariertem Hemd kommt durch die Tür herein. Grüß Gott. Hallo. Das Hemd ist falsch geknüpft. Ach so. Aber deshalb sind Sie nicht hier, oder? Nein. Der junge Mann zieht die Brauen hoch. War ich mit dem Fahrrad zu schnell? Weiß ich nicht. Sind Sie da einer von denen Kaminkehrer? Markus Knöbel, Azubi im ersten Lehrjahr. Hab ich was falsch gemacht bei der Arbeit? Haben Sie vielleicht eine dünne, dunkelhaarige Kollegin, also die vor kurzem in den Kamin eingestiegen ist? Die Lena? Hat die Lena was falsch gemacht? Ja. Also, die hat bald Gesellenprüfung und die kennt sich wirklich gut aus. Ja, mit der Gesellenprüfung, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Also, weil die ist zwar in den Kamin eingestiegen, aber... Nicht mehr ausgestiegen. Knöbel runzelt die Stirn. Was heißt denn das? Dass man lebt. Der Lehrling, er hat braunes Haar, senkt den Blick. Aber woran ist sie denn gestorben? Frage. Wenn Sie in den Kamin einsteigen und unten macht einer Feuer, was würden Sie denn da tun? Ja, raussteigen. Genau das wollte ich hören. Hat Ihre Kollegin vielleicht psychische Probleme gehabt? Alkohol, Drogen, Geldsorgen, Schwangerschaft? Ach so, ja, Also sie hat gerade die Trennung von ihrem Freund hinter sich. Ja, und sie hatte Angst, durch die Gesellenprüfung zu fallen. Also praktisch war sie echt gut, aber in der Theorie... Gibt's da vielleicht irgendeinen Oberkaminkehrer? Meister? Bezirkskaminkehrer, ja. Hat eben Bruno Merkling. Der ist noch in der Talstraße unterwegs. Hat der Telefon? Ja, schon. Rufen Sie vielleicht einmal an. Das hat er nicht an bei der Arbeit. Gut, danke. Wiederschauen. Ja, das ist ja logisch, dass der am Dachfürst das Telefon nicht anhört. Ja, Herr Schlau. Die Polizisten gehen an Knöbel vorbei ins Freie. Kurt sieht er ihnen nach. Im Streifenwagen. Ja, da bringen Kaminkehrer anscheinend doch kein Glück. Freilich bringen sie Glück, aber nicht sich selber. Ne? Eine schwarze Katze von links zum Beispiel, die wird ja auch überfahren. Schwarze Katze bringt Glück. Ja, genau wie Hufeisen oder vierblättrige Gehblätter. Ja, die man nie findet. Genau wie wir den blöden Kaminkehrer. Sag mal, das ist doch da die Talstraße. Auf oder? Die Dächer sollst schauen, ob sie nicht auf die Straße. Weißt was? Jetzt frage ich wen. Zu einem Mann neben einer Mülltonne. Ja. Haben Sie zufällig einen Kaminkehrer gesehen? Ja, da hinten rechts. Girwitz in Zivil und eine Blonde kommen aus einem Haus. Ja, schau, der Girwitz. Stimmt. Das ist aber nicht seine Frau, oder? Ja, aber vielleicht weiß der, wo der Kaminkehrer ist. Bist du wahnsinnig, kein Rückwärtsgang, nein. Staller greift nach dem Schaltknüppel. Der Streifenwagen fährt rückwärts über eine T-Kreuzung und mäht ein Verkehrsschild um. Ein Mann in schwarzer Jacke, weißem Halstuch und schwarzer Kappe kommt. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Kann ich was helfen? Ja, Sie haben ja gesucht. Sie sind doch da der Oberkaminkehrermeister. Bezirkskaminkehrer. Bruno Merkling, ja. Und Mitglied des Prüfungsausschusses ist der Kaminkehrer in uns. Hubert und Staller, Mitglied der Polizei Wolfertshausen. Er hält das Schild. Frage, wie viele Lehrlinge haben Sie zurzeit? Glaube ich zwei. Die beste Quote bei uns. Also von der Anzahl der Azubis, die erfolgreich die Gesellenprüfung bestehen. Ja, und die Quote tut uns jetzt leid, weil der weibliche Lehrling hat gerade zeitlich hier gesegnet. Die Lena? Ja. Tot? Was ist denn da passiert? Hat sie doch gestern nach Feierabend noch quietschvergnügt von mir verabschiedet. Seitdem haben sie es wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Ne? Merkling leckt sich kurz die Lippen. Lena hat schon hin und wieder allein arbeiten dürfen. Die war ja schon sehr erfahren. Wir haben uns für heute aufgeteilt. Die war für die ganze Wiesenstraße zuständig gewesen. Ja, sehr weit ist sie da nicht gekommen. Gibt es da vielleicht irgendwelche Angehörige in der Gegend? Wegen der Todesnachricht. Die Eltern leben in Australien. Gott sei Dank. Bis vor kurzem hat sie einen Freund gehabt, den Tom. Tom. Vor dem hat sie sich aber trennt. Gut, dann machen wir doch mal alle miteinander einen Ausflug in die Wiesenstraße. Hubert lässt das Schild fallen. Danke. Merkling, er ist Ende 40 und hat volle Lippen, nimmt im Fond Platz. Der Streifenwagen fährt los. Dabei öffnet sich der Kofferraum. Das Auto biegt um eine Ecke. Staller steht auf Inningers Dach am Schornstein. Merkling lehnt ihm gegenüber. Die Betriebe und Kamine gibt's ja bloß noch in die alten Häuser. Heute werden die nimmer gebaut. Ja, zum Reinigen des Schornsteins
steigt man auch dabei. Staller klettert in den Schornstein. Langsam lässt er sich hinuntergleiten. Im Haus sitzt Inninger an einem Tisch der zum Wohnzimmer hin offenen Küche und belegt eine Mohnsemmel mit Käse. Hubert steht in der Nähe. Ja, Inninger, Frage, war die Kaminkehrerin, war die vorher bei Ihnen im Haus, bevor es da aufs Dach noch ist? Natürlich nicht. Ich hätte doch den Kamin nicht angezündet, wenn ich gewusst hätte, dass da oben jemand arbeitet. Achso, ja. So komische Geräusche haben Sie nicht gehört, oder? Inninger schüttelt den Kopf. Hubert beugt sich in die Kaminöffnung und späht nach oben. Hansi, alles okay? Hansi, so hieß mein allererster Kanarienvogel. Hubert hält sein Smartphone ans Ohr. Der konnte sogar alle meine Entchen singen. Wer? Der Hansi, mein Kanarienvogel. Auf dem Dach steht Staller noch im Schornstein. Hektisch fingert er an seiner Jacke herum. Hupsi, ja, ich stehe gerade im Kamin. Sein Handy fällt ihm runter. Er ist so entdeckt. Jetzt ist sein Handy reingefallen. Oh je, das mache ich doch gleich wieder so. Sie nimmt das Handy. Auf dem Dach stemmt sich Staller aus dem Schornstein. Merkling hält ihn am Arm. Im Haus lehnt sich Hubert in die Kaminöffnung. Er entdeckt ein rotes Streichholzbriefchen mit schwarzem Aufdruck. Frau Inninger, rote Laterne, ist das Ihr Stammlokal? Ja, sowas. Wie kommen die denn in meinen Kamin? Ich weiß es nicht. Dann werfen wir die doch gleich zusammen in den Mülleimer, hm? Nein, ich steck's ein. Streichhölzer kann man immer brauchen, ne? Auf dem Dach. Was ruft denn der mich an, wenn ich mitten im Kamin stehe? Was Blödes fällt dir mir denn? Er geht langsam zur Dachkante. Ein blau-weißes Röhrchen liegt in der Regenrinne. Staller nimmt es. Merkling auf der Leiter beobachtet ihn. Epileptin? Und die der Lena Roland gehört? Er zeigt Merkling das Röhrchen. Ja, ich glaub schon. Die hat solche Tabletten immer dabei gehabt. Ich habe aber nie so einen epileptischen Anfall bei ihr mitgekriegt. Weil sie ihre Krankheit wohl gut im Griff gehabt haben. Staller folgt Merkling die Leiter hinab. Im Haus. Sagen Sie mal, wollen Sie nicht eine Kleinigkeit mit mir essen? Sie sehen so schmal aus, finde ich. Na, also Obst, das ist nicht meins. Na, wir haben doch noch was anderes. Brötchen, ein schönes Brötchen, zwei Würstchen. Das wäre doch... Sie bringt die Mohnsemmel. Ich wünsche für einen Kollegen mit, ne? Kollegen, also... alle ihr Telefon. So, danke. Guten Appetit. Ja, Ihnen auch. Sie essen ja gar nicht. Im Streifenwagen beißt Staller in die Semmel. Also, die Lena Roland steigt in den Schornstein, die Inninger macht unten den Kamin an. Jetzt kriegt die Roland einen epileptischen Anfall, will die Tabletten nehmen, die rutschen ihr aus der Hand und kannst nicht aussteigen, kriegt eine Kohlenmonoxidvergiftung und freigelöst, super, haben sie. Ja. Er stochert mit dem Daumennagel in seinen Zähnen. Hubert gibt Staller das Streichholzbriefchen. Rote Laterne. Haben Sie das ja nicht von mir? Die habe ich bei der Inninger gefunden. Er schiebt die Pappe zwischen die Zähne. Bei der Inninger? Ja. Das ist doch schon über 70. Ja, das ist doch bei den alten Leuten wurscht. Die sind ja so fit, du. Ja, die alten Damen darf man nicht unterschätzen. Und da in so einem Schuppen Ladies Night ist, da bin ich die Post ab. Ich will es gar nicht wissen, du. Staller grinst und schaut auf das Briefchen. In der Pathologie mustert Anja das Röhrchen. Hubert und Staller stehen vor ihr. Ja gut, dann war es halt doch ein tragischer Unfall. Ist ja wunderbar. Dann werde ich in Zukunft ja gar nicht mehr gebraucht, wenn ihr beide so treffsicher die Todesursache diagnostizieren könnt. Wann habt ihr die Leiche noch einmal gefunden? Halb vier. Und wann wurde der Kamin angezündet? Ja, um drei, pünktlich zum Nachmittagstee. Tja, Lena Roland war seit mindestens 10 Stunden tot. Todeszeitpunkt irgendwann zwischen gestern Abend und 5.30 Uhr heute Morgen. Das heißt, sie kann unmöglich dort oben im Kamin gestorben sein. Todesursache ist aber trotzdem eindeutig Kohlenmonoxid. Das muss ja nur irgendwie anders zugeführt worden sein. Und überhaupt kein Anzeichen für einen epileptischen Anfall. Kein epileptischer Anfall. Also, was ist? Nimmt sie den tragischen Unfall zurück? Sie nimmt einen Zettel in Klarsichthülle. Ah, hier, den habe ich noch in der Hosentasche der Toten gefunden. Da hat dir jemand ein Gedicht geschrieben. Hubert nimmt den Zettel. Nur eine Schornsteinfegerin gibt einem Schornsteinfeger Sinn. Und da ich so ein Feger bin, sei du doch meine Fegerin. Ich bin ja beinahe froh, dass mir noch nie jemand ein Liebesgedicht geschrieben hat. Muss ja nicht jeder zum Deppen machen. Ja, vielleicht ist ja gleich vor lauter Rührung in den Kamin gefallen, wo es das gelesen hat.
Auf jeden Fall war einer von den Kaminkehrern scharf auf sie. Fragt sie bloß welcher. Der Streifenwagen hält vor dem Revier. Der Kofferraumdeckel geht wieder auf. Die Polizisten steigen aus und gehen zum Heck. Das ist doch wirklich eine Sauerei. Da legt einer extra Pillendöschen aufs Dach, bloß dass wir glauben, dass das ein Unfall war. Und vorher hat er es mit dem Monoxid vergiftet. Ja? Und dann hat er es in den Kamin hergeschoben. Staller versucht mehrmals vergeblich, den Kofferraum zu schließen. Hubert drückt ihn einmal lässig zu. Im Revier. Also, eine Leiche im Schornstein und kein Unfall? Ja, das sollte natürlich ausschauen wie ein Unfall, aber... Wir sind ja nicht blöd. Es war natürlich sofort klar, dass da was faul ist. Das hat sogar die Frau Dr. Licht bestätigt. Tja, also Morde gibt's. Staller blickt auf Girwitz' Tisch. Steht der Umzug ins Haus. Dort liegt ein Immobilienexposé. Es gab jede Menge Bewerber, aber meine Familie und ich, wir haben das Rennen gemacht. Polizeirat ist eben der perfekte Mieter. Herein! Sonja kommt. Ich habe den Ex-Freund von Alina Roland ausfindig gemacht. Tom Gotthard, 19. Der wohnt derzeit noch bei seiner Mutter, Konstanze Gotthard. Konstanze Gotthard? Das ist meine zukünftige Vermieterin. Ach, sie ziehen um? Ja, obwohl, über ungelegte Eier soll man nicht reden. Wir haben ja noch keinen Vertrag unterschrieben. Also wenn das so ist. Ich verlange von Ihnen ausgezeichnete Arbeit, akkurates Auftreten und höflichste Behandlung der Familie Gotthard. Ist das klar? So wie immer. Na eben nicht so wie immer, anders. Gut, nicht so wie immer, anders. Hopp. Hubert und Staller gehen. Girwitz runzelt die Stirn. Das ist ja eine Scheiße. Im Auto? Na, also, Hupsi, ganz ehrlich, selbst wenn ich das Geld hätte, ich würde meinem Leben nicht so ein Haus mieten. Na, so ein Haus ist der komplette Schmarrn. Wenn du so ein Haus hast, dann fährst du nie in Urlaub. Und dann das Rasenmähen, na, also, da ziehe ich wirklich lieber nach Wandel-Tutu. Der Streifenwagen hält dicht neben einem Gartenzaun vor einer Villa. Hubert knallt die Beifahrertür gegen den Zaun. Vor der Villa ein altes Mercedes-Coupé. Genau den wollte ich immer haben. Na, Hansi, die Farbe, die passt nicht zu dir. Was, wieso? Ja, die macht dich blass. Das Coupé ist dunkelviolett. In der Villa folgen die Polizisten einer Blonden in ein Zimmer mit Ofen. Tja, Frau Gotthard. Ganz herzliche Grüße soll man Ihnen ausrichten vom Herrn Polizeirat Girwitz. Oh, danke, das ist sehr nett. Ja, der ist wahnsinnig nett, der Herr Girwitz. Ihr Sohn, ist der auch sehr nett? Ja, aber ich verstehe Ihre Frage nicht so ganz. Was macht denn so, der Sohn? Tom wird im kommenden Semester anfangen mit Zahnmedizin und dann hoffentlich meine Praxis übernehmen. Ich bin nämlich auch Zahnärztin. Und was interessiert Sie so an meinem Sohn? Du Mama, ich hab... Tom mit 3-Tage-Bart kommt in blauer Arbeitshose und T-Shirt herein. Er stutzt. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass wir Besuch bekommen, hätte ich mich umgezogen. Ja, der Klitten da unten, gehört der Ihnen? Eigentlich meinem Vater, aber der ist leider vor 2 Jahren verstorben. Er hat ihn mir vererbt. Sie sind doch sicher wegen Lena hier. Lena Roland, oder? Ach so, das wissen Sie schon. Ja, meine Freundin hat mich vorhin angerufen und mir von diesem tragischen Unfall erzählt. Ja, wenn Mord für Sie ein tragischer Unfall ist. Mord? Ja, soll es geben, auch da bei uns in der Kleinstadt. Sie waren doch mit der... Lena liiert, oder? Ja, wir waren getrennt. Blöd, gell? Wenn man so einfach abserviert wird. Ich darf doch bitten, ja? Habt ihr euch noch mal gesehen nach der Trennung? Nur manchmal, eher zufällig. Hören Sie, Tom hat Lena wirklich geliebt. Aber sie hat seine Gefühle nur mit den Füßen getreten. Ich habe ihm vom Anfang an gesagt, dass er die Finger von ihr lassen soll. Außerdem passt so eine Schornsteinfegerin sowieso nicht in sein Leben. Wieso? Die bringt doch Glück ins Haus und macht immer einen sauberen Schornstein. Immer durchtrainiert, Kamin, rauf und runter. Was ist das gewesen? Von gestern Abend bis heute in der Früh. Ich habe bis spät in der Nacht in meinem Auto rumgebastelt und dann bin ich ins Bett. Und Sie? Haben Sie auch gebastelt? Nein, ich war im Konzert. Und ich habe jetzt keine Lust mehr auf Ihre blöden Fragen. Ich möchte, dass Sie gehen. Ja, das haben wir dort vorgehabt. Wir müssen nämlich am Mord aufklären. Und ein paar schöne Grüße retour in den Polizeirat Girwitz. Machen Sie, was Sie wollen. Vor der Villa kommt Staller zum Coupé. Ist einfach cool. Er greift ins Wageninnere und nimmt ein Kärtchen heraus. Da ist er hier. Der Freund Yassid. Er gibt es Hubert. Ja, Tuning hat er mit J geschrieben. Der Typ ist ein Phänomen. Da kann man jedes Autoteil besorgen, egal wie selten es ist. Ja. Gut,
Dankeschön, servus. Servus. Tom trägt über seinem T-Shirt mit Aufdruck ein kariertes Hemd. In der Bäckerei Rattlinger. Na, ich hab schon gehört. Die Tote im Kamin. Das ist schlimm. Das war so eine Nette. Gerade neulich hat's da drin einen Kuchen gekauft. Mein, wie's raus ist, hat draußen vor der Tür so ein Typ auf sie gewartet. Mit dem hat sie dann das Diskutieren angefangen. Auf einmal ist der so sauer geworden, hat er mit voller Wucht den Kuchen aus der Hand geschlagen. Die ganze schöne Himbeersahne auf dem Boden, das war vielleicht eine Sauerei. Wie hat der ausgeschaut, der Typ? Lässig. Also der hat so Cargohosen angehabt und dann so einen fetten Gürtel mit so einer Schnalle und dann so ein cooles T-Shirt mit so einem Aufdruck und einem Hemd drüber. Also voll casual. Ja, aber wie hat er ausgeschaut? Das weiß ich nicht. Sabrina in Schürze und rotem Kleid geht. In seinem Büro steht Girwitz hinter Hubert und Staller. Die sitzen. Ich habe gerade einen unschönen Anruf von der Gotthard bekommen. Sie hat sich über mangelndes Einfühlungsvermögen beklagt. Hatte ich nicht gesagt, sie sollen sich Mühe geben? Hm? Herr Gott, der Junge hat erst vor 2 Jahren seinen Vater verloren. Da kann man ein bisschen Feingefühl erwarten, was? Und außerdem, wie sauber um mein Haus? Ich habe gleich einen Termin bei der Bank. Ich baue auf sie. Er hebt den Zeigefinger und verlässt den Raum. Immer langsam auf den Nerven mit seinem Haus. Staller nimmt das Exposé. Schau dir mir das an. Dort steht Miete 1800 Euro. Vielleicht hat die Frau Geld. Er schiebt das Exposé unter andere Papiere. Der Streifenwagen passiert das Humpelbräu in Wolfratshausen. Wahnsinnig früh da. Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Frühe Vogel, der kommt mir im Arsch weg. Ich bin kein Morgenmensch. Ja, meinst ich. Aber ich reiß mir halt einfach ab und zu am Riemen. So, am Riemen. Das Auto hält neben dem weißen Vivaro. Merkling und Knöbel kommen aus dem Gebäude mit Holztor. Beide tragen Kaminkehrerkluft. Da, schau, unsere zwei Glücksbringer bei Dienstantritt. Völlig unverrußt. Wer von euch beiden ist jetzt der große Dichter? Dichter. Oh. Hubert zeigt den Zettel. Ich hab die Lena sehr gern gehabt. Ja, ich hab gehofft, nach der Trennung vom Tom... Ja, immerhin hat sich's gereimt, das ist ja die Hauptsache. Haben Sie gewusst, dass ihr beiden Lehrlinge was miteinander gehabt haben? Die Lena hat mir den Brief vorgestern uns gezeigt, gleich nachdem sie ihn von Markus erhalten hat. Und? Hat die jetzt deine Fegerin sein wollen? Knöbel presst die Lippen zusammen und eilt ins Gebäude zurück. Bei mir hat sie sich über das Gedicht auch lustig gemacht. Warum hat denn er vorgestern früher Schluss gemacht mit seiner Arbeit? Markus hat sich nicht wohl gefühlt. Ist erst am späten Vormittag zur Arbeit gekommen und dann auch wieder früher gegangen. Und warum hat die Lena mit dem Tom Schluss gemacht? Der war krankhaft eifersüchtig. Der hat die Lena extrem eingeengt. Die hat ja keinen Schritt mehr allein machen können. Und wie sie ihn nachher verlassen hat, hat er ständig überall aufgelauert. Und sie bedrängt, dass sie es halt nochmal miteinander versuchen sollen. Oder vielleicht doch ein Abgrund in unserem angehenden Zahnarzt. Merkling sieht kurz über seine Schulter. Sie, ich sollte mal nach dem Markus schauen. Ja, sagen Sie ihm vielleicht, er soll es einmal mit Singen probieren. Im Dienstzimmer steht Staller mit blauem Marker am Flipchart. Darauf stehen Namen. Darunter 3 Kreise mit Pfeil nach unten und einer mit Kreuz nach oben. Hubert zuckt mit den Schultern. 3 Herren Klos und der Papst. Naja, das ist das Mordopfer, die Lena Roland. Und die 3 Männer in ihrem Leben. Und alle haben sein Motiv. Der Tom, weil er der Gehörnte ist. Ja, der wird gefährlich, wenn man ärgert. Der Bruno Merkling ist ihr Chef. Dem hat sie mit ihren schlechten Noten seine Quote versaut. Ja, und dadurch seine Karriere in der Innung zerstört. Und der Markus Knöbel, bei dem hat sie sich über das Gedicht lustig gemacht. Ja. So verliebt wie der war, da fühlt er sich in seine Ehre zurückgesetzt und hat ihrem Leben ein Ende gesetzt. Girwitz kommt dazu. Sei mal nicht böse, Hansi, aber das ist der komplette Schwachsinn. Und, wie laufen die Ermittlungen? Super. Ah, und was ist das? Psychogramm. Hubert schürzt die Lippen. Sagen Sie mal, können Sie nicht mal den Yazid fragen, ob er mir 4 antike Wasserhähne besorgen kann? Was wird tun jetzt das? Meine Frau steht auf sowas. Ach so, ja, das macht sie bestimmt gern, der Yazid. Ja, wunderbar. Dann weitermachen.
In der Antike hat es noch gar keine Wasser hingegeben. Ja, vielleicht. Im alten Rom, da ist ja das Wasser bloß so geflossen. Stimmt, Aquädukt, genau. Aber das war doch mehr für die Exkremente, oder? Ja, irgendwo muss ja da auch einen Frischwasserbezug gegeben haben. Ja, aber kein Hahn, oder? Vor Yazids Werkstatt. Staller drückt wieder vergeblich den Kofferraum des Streifenwagens zu. In der Werkstatt. Aber die Ehre. Servus. Und? Viel Arbeit, oder? Ja, kann mich nicht beschweren. Ein Haufen Arbeit, ein Haufen Kundschaft. Der Tom Gotthard gehört ja zu deiner Kundschaft. Der Tom? Ja. Ja, der ist öfter da. Braucht ständig irgendwelche Autoschmarrnsachen. Mhm. Was ist denn das für ein Typ? Der Tom? Mein, ganz so netter eigentlich. Ein bisschen verwöhnt vielleicht. Mama schiebt sie mal hinten und vorne. Sag mal, wer kauft denn so einen Schmarrn? Er hält einen tragbaren Kassettenrekorder in die Höhe. Sag mal, hast du Wasserhähne? Was? Ja, antike Wasserhähne. Für was brauchst denn die? Der Chef braucht die. Mehr kann ich schon auftragen irgendwie. Gut, dann hast du jetzt einen Auftrag. Ja, was sieht? Kannst du mir den einmal ausleihen? Ausleihen ist ganz schlecht. Gut. Alles beschlagen haben. Staller packt die hüfthohe Statue eines Butlers und stapft los. Yazid sitzt entspannt auf seinem Sofa. Hubert kommt mit Staller zu Anja. Du, Anja, wie groß ist denn die Lena Roland? 1,60, warum? Und wie schwer? 52. Oh, Hansi, du bist aber weit weg. Ja, da fällt mir schon was ein. Muss ich das jetzt verstehen? Hast du zufällig einen Sack? Riedel radelt in schusssicherer Weste in eine Wiese. Er fällt vom Rad, rappelt sich hoch und sucht Deckung hinter Bäumen. Sein Blick fällt auf Hubert und Staller vor Inningers Haus. Die stellen den Butler in einen braunen Sack. Das heißt, hey. Ich hab so schnell gemacht, wie ich konnte. Ist er noch im Haus? Ja. Der Schütze. Ihr habt doch gesagt, ihr braucht so schnell wie möglich eine kugelsichere Weste. Ja, und der ist halt her. Riedel streift die Weste ab und gibt sie Staller. Neben ihm lehnt eine Leiter am Dach. Was am Feuerschutz? Hm? Nein, kannst wieder heimgehen. Was? Ja, merci, Riedel. Der geht. Hubert und Staller schnallen dem Butler die Weste um und schließen den Sack. Auf dem Dach. Stallers linke Hand greift nach der Regenrinne. Mit der rechten hält er den Sack über der Schulter fest. Er wirft ihn aufs Dach und hieft sich selbst hinauf. Hubert steht unten, runzelt die Stirn und sieht zu Staller hoch. Der rollt sich über den Sack, der ins Rutschen gerät. Der Sack liegt vor Huberts Füßen. Er sieht zum Kollegen hinauf. Der zuckt mit den Schultern. Hubert beugt sich vor, greift in den Sack und holt den Kopf des Butlers heraus. Zum Ehre, Hansi. Das hätte man mit der Guillotine nicht besser hinbracht. Ja, aber du siehst, dass man die Leiche von der Roland da locker aufs Dach aufbringt. Nur, dass sich der Mörder ein bisschen geschickt angestellt hat. Wieso? Das war doch jetzt bloß eine Simulation. Die Simulation, die erklärst du dem, Yazid. Auf einer Landstraße fährt der Streifenwagen an einem Getreidefeld vorbei. Hubert und Staller für Zentrale. Wir sind schon Wagen 3, sonst hören ihn nicht. Girwitz hält ein Funkgerät. Wagen 3 für Zentrale. Im Streifenwagen legt Hubert den Zeigefinger auf seine Lippen. Wagen 3 sofort für Zentrale. Staller schüttelt den Kopf. Wenn sich Wagen 3 nicht sofort meldet, dann mache ich aus Wagen 3 Wagen 0. Und Sie laufen in Zukunft zur Fußstreife. Das wird ein Nachspiel haben. Ich weiß genau, dass Sie zuhören. Wenn ich wegen Ihnen mein Haus verliere, dann gnade Ihnen Gott. Hubert zischt ins Funkgerät. Was ist das denn jetzt? Haben wir nicht mal mehr funktionierende Funkgeräte? Doch. Sowas passiert natürlich, wenn mehrere Leute zur gleichen Zeit funken. Dann überkreuzen sich die Frequenzen. Mit so einer Kohlenmonoxidvergiftung, das geht am simpelsten, wenn da jemand bei geschlossener Garage ins Auto reinsitzt und den Motor laufen lässt. Ich weiß nicht, Hansi. Und wenn einer sowieso den ganzen Tag an seinem Fahrzeug da umeinander murkst, dann fällt dir das gar nicht auf, wenn da mal der Motor läuft. In der Werkstatt sitzt Yazid auf seinem Sofa. Hubert kommt herein. Hinter ihm stellt Staller den Butler mit angeklebtem Kopf hin. Hallo, Yazid. Servus. Noch einmal wegen dem Tom Gotthard. Wann war der das letzte Mal da?
Der wollte eigentlich vorgestern vorbeikommen und ein Teil abholen. Mhm. Und? Kam aber nicht. Gut, ja. Das war's dann. Ciao. Hey, der ist ja kaputt, Dall. Den kann ich so nimmer verkaufen. Den kannst du sauber wieder mitnehmen. Staller hebt den Butler hoch. Ja, für einen 50er. Ja, jetzt soll ich das nächste Mal. Ha, steht da draußen, ich schreibe an, oder was? Mann. Er zieht an seiner Zigarette. Vor der Villa poliert Tom mit einem weißen Tuch das aufgebockte Coupé. Hubert sieht über Toms Schulter und nickt ihm lächelnd zu. Staller geht zum Heck des Oldtimers. So, müssen Sie mal ein bisschen nacharbeiten. Ja, später. Sagen Sie mal, Herr Gotthard, Eifersucht ist für Sie gar kein Thema, oder? Na ja, das ist dies und das. Was war denn da los mit der Lena? Also gut. Ich war vielleicht manchmal ein bisschen zu besitzergreifend. Und ja, ich habe die Trennung anfangs nicht akzeptiert. Und da haben Sie einfach einmal den Druck erhöht? Nein. Als ich gemerkt habe, dass mir die Lena keine zweite Chance geben will, dann habe ich sie in Ruhe gelassen. Ehrenwort. Hinterseine vor dem Rattlinger. Die geht doch auf Ihr Konto. Bei mir sieht, haben Sie ein Autoteil bestellt. Das hätten Sie vorgestern abholen sollen. Haben Sie aber nicht gemacht. Ist da vielleicht ein bisschen was dazwischen gekommen? Eine Leiche zum Beispiel. Ich habe die Lena nicht umgebracht. Ich war mit der Arbeit am Auto im Rückstand. Ich habe das Teil einfach nicht gebraucht. In der Bäckerei Rattlinger sitzt Staller am Stehtisch vor einem Stück Kuchen. Sabrina und Hubert stehen daneben. Frisst du jetzt den Kuchen, den der Gotthard auf den Boden geschmissen hat? Wer doch schaut drum. Und? Ist jetzt der Gotthard auch der Täter? Na ja, Motiv hat er. Krankhafte Liebe. Ja, das ist ein Motiv. Sabrina geht. Außerdem hat er sich bestens ausgekannt im Leben von der Roland. Wieso denn? Weil er ja permanent aufgelauert hat. Ja, der hat ihren Dienstplan gekannt, gewusst, dass die Epsileptikerin ist. Ja, und dann? Ja, dann hat er sie in der Garage vergiftet und dann aufs Dach rauf. Das ist nicht so einfach mit dem Vergiften in der Garage. Wieso? Was glaubst du denn, wie schadstoffarm die Autos heutzutage sind? Ja, deswegen hat er den Oldtimer gehabt. Aber dass die freiwillig mit in die Garage geht, also... Vielleicht hat er es ja vorher betäubt. In der Pathologie stehen Hubert und Staller vor Anja, die eine weiße Tasse hält. Wenn Lena Roland gefesselt und geknebelt worden wäre, dann hätte ich Spuren oder Abdrücke in der Mundpartie und an den Handgelenken finden müssen. Hab ich aber nicht. Ja, na, ist ja vorher betäubt worden. In dem Fall wird alles für K.O.-Tropfen sprechen. Die sind ja bekanntlich nur sehr kurz im Blut nachweisbar. Wenn man so eine Leiche in den Kamin reinhängt, dann ist ja das wie beim Grillhändl. Ja, ich meine... Da weiß man auch nicht, wann der Griller das Händel reingehängt hat. Deswegen wundert es mich, dass du den Todeszeitpunkt so genau weißt. Sie stellt die Tasse ab. Ich sage mal so, wenn ich eine Leiche nicht von einem Grillhändel unterscheiden könnte, dann hätte ich eindeutig den falschen Job, hm? Lena Roland ist nicht im Schornstein gestorben, okay? Wie gesagt, irgendwann zwischen Abend und frühem Morgen. Weißt du, K.O.-Tropfen, Kohlenmonoxidvergiftung und dann in den Rauchfang reingehängt. So macht man Schwarzholzschinken. Im Dienstzimmer. Staller sitzt am Schreibtisch und tippt mit einem Bleistift mehrmals auf Papiere. Hubert arbeitet an seinem Computer. Zwischen Abend und frühem Morgen. Huberts Blick fällt auf die Butler-Statue im Frack, die neben dem Schreibtisch steht. Er schluckt und hebt die Hände von der Tastatur. Glaubst du, Hansi, der macht mich wahnsinnig. Immer mit das Gefühl, der schaut mich an. Girwitz kommt und stützt sich auf dem Kopf des Butlers ab. Die Gottheit hat sich seit dem letzten Vorfall nicht mehr gemeldet. Sie musste sich nur zwischen einem Studienrat und mir entscheiden. Wenn sie sich wegen Ihnen für den Studienrat entschieden hat, dann gnade Ihnen Gott. Er geht. Hubert wischt sich mit der Hand über die Augen. Wenn die zwischen Abend und frühem Morgen also gestorben ist, dann waren ja der Knöbel und der Märkling die Letzten, die die gesehen haben, lebend. Aber wo ist die dann da in der Nacht hingegangen? Vor dem Gebäude mit Holztor fegt Knöbel das Pflaster. Der Streifenwagen fährt heran und parkt. Der Lehrling, er kaut Kaugummi, hält inne und zieht zum Auto. Ave, Hof zum Kehren. Sind Sie im ersten Lehrjahr, oder? Ja. Machen Sie noch keine Sorgen, es wird im zweiten nicht besser. Die Lena, ja, wo Sie das letzte Mal gesehen haben, wie viel Uhr war es denn da? Knöbel zieht die Stirn in Falten und schüttelt den Kopf. Aber die Knatscherei, die geht mir vielleicht auf den Geister. Setzen Sie mal die Kaugummi aus. Der Lehrling nimmt den Kaugummi aus dem Mund. Ich glaube, das war so gegen 5:30. Und steckt ihn wieder rein. Ganz nass. Ist der Chef drin?
Ja. Hubert stützt die Hände in die Hüften. Staller fixiert Knöbel. Der spuckt den Kaugummi aus. Drinnen steht Märkling vor Sektgläsern. Hui, da versteht aber einer das Feiern, hm? Mein neues Lehrmädel hat heute ihren Einstand. Das geht aber fix. Kaum ist die eine Todesschule die nächste eingestellt. Wann haben Sie eigentlich die Lena Roland das letzte Mal gesehen? Lassen Sie mir überlegen. Die Lena ist kurz nach Markus gegangen. Wann war das? Muss so um 17:30 gewesen sein. Und dann? Sie wird ganz normal heimgehen. Staller bemerkt einen Anrufbeantworter. Und Sie? Was haben Sie gemacht? Ich? Ja, ich bin da bis spät in Nacht über die Abrechnungen gesessen. Staller startet das Gerät. Mittwoch, 11. Mai, 14.20 Uhr. Hallo, hier spricht Beate Inninger. Ich wollte nur darum bitten, dass morgen erst jemand nach 14 Uhr bei mir vorbeikommt. Vorher bin ich nicht da. Und wenn es geht, vor 15 Uhr. Da mache ich nämlich wie jeden Tag meinen Kamin an. Haben Sie das schon gehört? Nein, ich nicht. Das muss die Lena noch gewesen sein. Entschuldigung. Er geht. Was ist mit Ihnen? Also ich auch nicht. Knöbel mit Zigarette im Mund öffnet ein rotes Streichholzbriefchen. Du Hupsi. Schau dir mal das an. Aber weh. So, Mann, ich werde jetzt nichts mehr feiern. Im Verhörraum wirft Staller das Streichholzbriefchen vor Knöbel auf den Tisch neben ein anderes. Auf beiden steht rote Laterne. Das ist viel Zufall, das mit den Streichholzheftel. Das haben wir im Kamin in der Wiesenstraße 8 gefunden. Da haben sie es wahrscheinlich verloren, bis die Lena Roland reingeschoben haben. Punkt 3 Uhr macht die Inninger im Kamin an. Ja, das haben sie auf dem Anrufbeantworter gehört. Ja, ist natürlich ein ideales Setting für so einen Unfall. Der Fluch des Dichters. Was? Na ja. Hätte er nicht gedichtet, hätte es nicht ausgelacht, hätte es nicht umbringen müssen. Ich hab die nicht umgebracht. Ja, also, ja. Ja, ich bin an dem Abend nochmal zurück zur Werkstatt gegangen, weil ich wissen wollte, ob die Lena das Gedicht schon gelesen hat. Hubert nickt kurz. Und da habe ich gehört, wie sie sich über mich lustig gemacht hat. Aber dann bin ich nach Hause gegangen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ich wollte es unbedingt mit der Lena klären. Deshalb bin ich am nächsten Morgen zur Wiesenstraße gefahren und habe die Lena gesucht. Als ich sie nicht gefunden habe, bin ich zurück in die Arbeit gegangen. Und weil ich so kaputt war, bin ich abends früher weg. Und weil und weil und weil und weil. Wann war das mit der Gedichtinterpretation? Ja, ich war schon fast zu Hause, als ich nochmal umgedreht bin. Ungefähr eine halbe Stunde. Wann? Ja, ungefähr eine halbe Stunde, nachdem ich von der Werkstatt weg bin. Also gegen 6 Uhr. Hupsi, kommst du denn? Er eilt aus dem Raum. Hubert nimmt beide Streichholzbriefchen und folgt dem Kollegen. Upsi, ich weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen einmal zu der Inninger. Girwitz marschiert ins Zimmer. In jeder Hand trägt er 2 goldene Wasserhähne. Wie können Sie ihr nichts zurückgeben? Die Gotthard hat sich für den Studienrat entschieden. Naja, soll er froh sein bei der Familie. Du brauchst ja nicht das ganze Geld in den Rahmen schmeißen. Herr Knöbel, ich gebe Ihnen noch eine Chance. Jetzt denken Sie einfach hier in Ruhe nochmal über alles nach. Wie? Was? Schauen Sie zu mir ganz tief in die Augen und machen sich Gedanken über Dichtung und Wahrheit. Er hat den Butler vor Knöbel gestellt. Die Polizisten gehen. Der Lehrling runzelt die Stirn und blickt kurz zum Butler. Hubert und Staller bei Inninger. Sie schauen auf ein Telefon in einer Ladestation, an der ein Knopf blinkt. Mittwoch, 11. Mai, 18.51 Uhr. Guten Abend, hier spricht Lena Roland, Ihre Kaminkehrerin. Ich habe Ihre Nachricht bekommen und werde morgen wie gewünscht zwischen 2 und 3 Beinen sein. Siehst du's? Ja? Die war um kurz vor 7 noch in der Werkstatt und ist nicht um 5:30 heim, wie der Märkling gesagt hat. So, na dann. Schönen Abend. Möchten Sie noch eine kleine Wegzehrung, meine Herren? Ja. Danke. Er nimmt sich einen Keks und folgt Staller hinaus. Vor dem Haus sieht Hubert auf den Keks in seiner Hand. Verdammt. Der Mann war schon bei der Völkerschlacht von Leipzig mit dabei. Er kickt ihn weg. Wenn die um 7 noch in der Werkstatt waren, der Knöbel war schon daheim. Da wissen wir jetzt, von wem die Zündhölzer sind. Der Streifenwagen hält vor dem Gebäude mit Holztor. Der Kofferraum geht auf. Die Polizisten steigen aus. Hubert schließt den Kofferraum. Staller bleibt abrupt stehen. Ah, Scheiße. Bringt Glück, haben wir keinen Schornsteinfeger mehr. Na, das ist ein Kaugummi. Im Gebäude. In einem Waschraum kratzt Staller mit einem Messer an seinem Schuh. Er greift zum Handtuchspender und reißt ihn von einem Trenngitter. Aus der Rückseite des Spenders lugt eine Kameralinse. Staller befingert sie. In der Werkstatt zeigt Hubert Märkling das Streichholzbriefchen. Schauen Sie mal, was wir bei einer gefunden haben.
Die rote Laterne. Besser als ihr Ruf. Müssen Sie mal hingehen. Er streckt seinen Arm aus. Hubert zieht das Briefchen weg. Was? Ist ja nicht verboten, oder? Na, von mir aus können Sie jeden Tag hingehen. Das ist mir vollkommen wurscht. Blöd ist halt nur, wenn man die Zündhölzer genau in dem Kamin verliert, wo man gerade eine Leiche entsorgt hat. Hupsi, hupsi. Was man alles in einem Badezimmer verstecken kann. Er hält eine Kamera. Was soll das sein? Eine Kamera vielleicht? Staller dreht sich zu einem Laptop. Auf dem Monitor steht Merkling, type your password. Wie ist denn das Passwort von dem Laptop? Merkling hat sich von den Polizisten abgewandt und starrt vor sich hin. Hubert steckt das Briefchen weg, nimmt sein Smartphone und tippt darauf. Polizei, wir wollen 1000 Riedel, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Riedel. Hubert, wir brauchen eine Datensicherungseinheit in die Bezirkskaminkehrerwerkstatt. Was für eine Einheit? So was haben wir doch überhaupt wieder. Ja, genau, die richtig harten Hund. Schau. Riedel mit Schokoriegel starrt auf den Hörer. Die Polizei bei Rathausen soll man nicht unterschätzen. Er fixiert Merkling, der unruhig umhersieht. Rote Laterne. Was? Das Passwort. Achso. Staller tippt auf die Tastatur des Laptops. Auf dem Desktop erscheinen Videodateien. Er klickt eine an. Darunter steht Lena. Hoppala, jetzt schau dir das an. Der Monitor zeigt eine nackte, langhaarige Frau in einer Duschkabine, die nach einem Handtuch greift. Und die Badenixen haben wahrscheinlich gar nichts gewusst von ihrem Einsatz. Wie lange geht denn das schon so? Merkling sieht kurz zu Boden. Nachdem ich einmal damit angefangen habe, bin ich nicht mehr davon losgekommen. Ich habe nicht mehr aufhören können. Ich mache das schon seit ein paar Jahren. Und die Lena hat sich dabei erwischt? Und wollten mich anzahlen. Und da haben sie es betäubt und in die Garage rein und am Motor laufen lassen. Dann haben sie die Karte getroffen, Herr. Merkling schluckt. Ich habe mir mal gekauft, weil ich gehört habe, dass das die Frauen gefügiger macht. Die Lena hat mir doch mein ganzes Leben ruiniert. Ich war privat und beruflich am Ende gewesen. Ja, das sind sie jetzt Gott sei Dank auch. Yazid zählt in seiner Werkstatt Schachteln in einem Karton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slowakische Handys? Nein, slowenische. Ja, du, die Wasserhähne, die gehen leider zurück. Ah, waren sie nicht golden genug am Herrn Kiewicz, oder was? Doch, aber jetzt fehlt ihm das passende Haus. Servus. Du, was anderes? Dieser Tom. Welcher Tom? Der Autoschrauber da. Glaubst du, dass der irgendwas mit der toten Kaminkehrerin zu tun hat? Ich glaube, da haben sie Warte, Martin. Hubert und Staller kommen tanzend ins Polizeirevier. Das ist das Kaminkehrer, das geht schnell und Leute, der Verdächtige da im Feuerraum ist ja total durchgedreht. Und welcher Verdächtige? Der Kaminkehrer. Ach du Scheiße. Er eilt zum Verhörraum. Hubert folgt ihm. Sonja sieht den beiden verwundert nach. Ich bin unschuldig. Ja, das wissen wir schon lange. Der Butler liegt zertrümmert am Boden. Knöbel geht. Gottes Willen. Schau dir die Sache an. Sei doch froh, dass der Depp hier ist. Also liegen haben sie das ja total schaden. Liegen lassen. Er hebt den Zeigefinger. In der Bäckerei Rattlinger liegt der Butler auf dem Stehtisch. Staller umwickelt ihn mit Malerkrepp. Upsi, weißt du, was heute für ein Tag ist? Freitag, der 13. Und wir haben trotzdem den Fall gelöst. Super. Jetzt bauen wir ein Hufeisen und ein Kleeblatt, dann fangen wir das Lottospielen an. Sabrina, brauchst du einen Butler? Hubert drückt ihr die Statue in die Arme. Das war Hubert und Staller, dicke Luft. Aus dem Jahr 2013. In weiteren Rollen Paul Sedlmayr als Riedel, Annette Fleischer als Sonja, Hannes Ringelstetter als Yazid, Karin C. Tietze als Sabrina, Tom Kress als Merkling, Andreas Buntschek als Tom, Drehbuch Antje Bär, Regie Werner Siebert, eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks, Text Jan Potters, Redaktion Bernd Benecke und Elmar Dosch, Tonmischung Robin Ault, Sprecher Florian Schwarz.